Kreativität ist jetzt wohl auch am Klagesmarkt gefragt. Über Jahrhunderte hinweg fanden auf dem Klagesmarkt Märkte oder Feste statt. Zuletzt allerdings fungierte ein Großteil der Fläche zumeist nur noch als Parkplatz. Das soll sich jetzt ändern. Letzte Woche wurde der Grundstein für einen Neubau des Klagesmarktes gelegt und mein Kollege Simon Hasse war vor Ort. Die Neubebauung des Klagesmarktes, ein Mammutprojekt, für das nun der Grundstein gelegt wurde. Das Bauprojekt umfasst insgesamt 8 Gebäude, die alle bis Ende 2016 fertiggestellt werden. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Stefan Schostock mauern der Geschäftsführer der GmbH und der Baudezernent der Stadt Hannover eine Zeitkapsel in den Grundstein des Hauses ein. Das Projekt ist einer der ersten Schritte, um die Innenstadtentwicklung nach dem Konzept Hannover City 2020 voranzutreiben, wie Oberbürgermeister Schostock erklärt. Der Klagesmarkt ist ein ganz wichtiges Projekt für die Innenstadtentwicklung. Hier werden über 100 Wohneinheiten entstehen. Hier wird es eine Büroraumentwicklung geben. Die GmbH und Union Boden werden ihre Räume hier beziehen, also in der Innenstadt. Und wir werden etwas Einzelhandel auch in diesen Gebäudekomplexen haben. Es wird architektonisch sehr wertvoll sein, also es wird von einer sehr hohen Qualität sein. Wofür das Ganze auch noch sorgt, ist neben den Wohnungen, die wir unbedingt in Hannover natürlich brauchen, ist, dass auch die gesamte Innenstadtentwicklung dadurch natürlich viel besser vorangetrieben wird. Also wir haben zwischen Steintor und Nordstadt jetzt eine sehr gute Verbindung dieser Innenstadt und die Innenstadt wird dadurch sehr lebenswert, sehr wohnenswert. Bei der Bebauung des Klagesmarktes handelt es sich um ein Projekt, bei dem insgesamt 8 Gebäude errichtet werden sollen. Wir haben 8 Häuser, es ist ein Gesamtprojekt, 8 Häuser. Das fängt an mit einem großen Bürogebäude entlang der Otto-Brenner-Straße, wo GmbH und Union Boden, die ja ein Gleichordnungskonzern sind, als städtische Immobilientöchter, ihren neuen Bürostandort in der Mitte der Stadt im Herzen von Hannover haben werden. Und dann haben wir 100 Wohnungen, die sich dann auf 7 Wohngebäude erstrecken, die im Karree hier hinter uns entstehen werden. Die sind alle angeschlossen an einer großen Tiefgarage. Das Bauprojekt soll das Stadtbild am Klagesmarkt nachhaltig verändern. Ich glaube schon, dass es sich hier sehr stark verändert, weil natürlich einmal der Klagesmarktkreisel nicht mehr da ist. Es ist der neue Platz gegenüber der Große Riede gebaut worden. Insofern ist das sicher schon ein großes Motiv der Veränderung. Der Klagesmarkt wird nicht mehr so sein wie vorher, aber es gibt auch stark verbindende Elemente. Insofern, als dass hier der Neubaubereich ein Ziegelbauprojekt sein wird. Die Fassaden werden steinerne sein und insofern könnte es sein, dass dieser neue Wohnteil oder Wohnbereich im Grunde das Anzeigerhochhaus mit der Christuskirche verbindet. Und das ist sicherlich ganz schön. Das Ergebnis wird man jedoch erst Ende 2016 bestaunen können. Denn dann werden die ersten Mieter ihre Wohnungen beziehen.